Schönen guten Tag. Hier in Kiew sagt man sowas nicht mehr, denn die Tage sind weder gut noch schön und die Nächte sind Albtraum. Und es gibt keine Kriegsverbrechen, die wir hier noch nicht gesehen haben. Wir waren dazu nicht bereit. Ich persönlich und die ganze Generation sind aufgewachsen mit der Geschichte, wie schrecklich der Zweite Weltkrieg war und dass sowas nie wieder passieren soll. Und dass unser Brüdervolk je zulassen könnte, dass wir einen ähnlichen Krieg bei uns in der Heimat stiften und dann mitten in Europa führen. Dass der Krieg dazu auch noch so hinterhältig geführt wird, das konnte auch keiner glauben. Dass unsere Städte Luftangriffe erleiden, Bombenangriffe erleiden, Raketenangriffe erleiden, das konnte keiner glauben. Dass in unseren Großstädten Bodenkämpfe geführt werden zwischen Völkern, die so viel gemeinsam haben und so viel gemeinsam gelitten haben, das konnte keiner glauben. Dass Putin so viel Macht sammeln könnte, dass ihm die Meinung seines eigenen Volkes scheißegal ist, das konnte auch keiner glauben. Дачная Анжелика. Град ёбаный. Анжелики вообще не осталось. Бар Анжелика. Hunderttausende Flüchtlinge brauchen Unterkunft, Essen, Kleidung. Tausende ukrainische Soldaten brauchen Schutz und Waffen. Und wir führen diesen Krieg nicht nur an der Front. Wir kämpfen genauso gegen die russische Propaganda. Wir kämpfen genauso gegen die Ignoranz in dem russischen Volke. Wir kämpfen gegen die Angst der Russen, auf die Straße zu gehen. Ich garantiere Ihnen persönlich, dass jeder von Ihnen gespendete Cent der Wohltätigkeit dient und dem Ende dieses schrecklichen Krieges beiträgt.